Willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft von Blizzard Entertainment, Patch Time, The Waddle, Chaos auf dem Privatserver Rising Gods. Hier seht ihr wieder, wie über mich gelästert wird. Ich mache Pamuyu Angst, ja, deswegen ist sie jetzt abgehauen. Nein, deswegen ist sie nicht abgehauen. Sie hat jetzt auch noch ihre Quest da unten und wir sind in Stormwind eigentlich fast fertig. Und deswegen mache ich jetzt hier alleine weiter. Oh, schöne Musik in Stormwind. Soll ich noch ein bisschen schiefer? Genau. La la la. Was? Nein! Da muss ich wieder rauslaufen. Draußen war bessere Musik. Ja, hier und warte, winken kann ich auch. Da, siehste, genau. So, sprecht mit Tüftlermeister Oberfunks in Eisenschmiede. Ja, das kann ich gerne machen. Da, da, da. Da, da, da. Das machen wir. Und jetzt sollen wir aber noch dahinter. Ja, fängt schon wieder gut an. Wir machen einen Quantensprung. So, Dilly, wir sind wieder mit schöner Musik. Hier oben rennen wir hier rein. Ja, hier in der Gilde geht's schon wieder gut ab. Das fetzt. Ich brauch was? Nö, ich. Nordhain, jawohl! Annehmen, das machen wir auch. Nordhain? Ist das nicht Nordhaintal? Jawohl, das ist da draußen weg. Nee, das nicht. Aber bevor wir einen Quantensprung dorthin machen, Priesterin, nein, möchte ich euch noch was anderes zeigen? Ja, da macht jemand die Verkleidungsquest. Ja, nein, das auch nicht. Das machen wir später, weil da das die Klette, das ist die Quest für Todesminen. Ja, ja, später, später, aber ich möchte euch noch was zeigen. Und da laufen wir gleich mal hier hoch. Und zwar hast du ja hier den König. Varian Vryn. Und hier irgendwo geht's rechts und links weg. Ihr will hier lang. Und war es hier? Ist es hier? Ist es hier? Nein, hier nicht. Ist es ein anderer Raum? Hier ist der Bischof. Hm? Ne, hinterm habe ich doch gesagt. Mensch, wieso laufe ich denn rechts weg? Da oben ist doch dahinter. Ja, 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 ja. Ich sage es noch richtig und laufe falsch. Jo. Salutiert. Genau, und hier ist er, der Erfahrungseliminierer, beziehungsweise EP-Stopp. Kannst du sagen, jetzt nicht mehr weitermachen. Und normale EP, beziehungsweise doppelte EP im Bereich von Level 20 bis 60. Das, was ich mal angesprochen hatte. Und wir machen jetzt einen Quantensprung. Hier, so wie man es schon gesagt hat, ne? Hier unten ins Nordhaintal rein. Bis gleich. So, weiter geht's im Nordhaintal. Natürlich Wald von Ilvin. Es klatscht. Es regnet. Wir sollen hier rein und wir sollen hier irgendwo. Dieter ist Level 20. Das ist sehr schön. Hat er schon? Hat er schon? Alle sind böse zu mir. Ja, du hast es verdient, Pamuyu. Genau. Genau. Schönen guten Tag. Du bist auch immer böse zu uns. Nein, nein, ist sie nicht. Ist eine ganz liebe. Sprecht mit Großknecht Oslo in Seenhain. Das brauchen wir aber nicht. Das ist eine Quest für später. Und lalala. Wir machen keinen Quantensprung. Wir teleportieren uns. Ui. Hier sieht's aus in meinem Inventar. Das müssen wir dringend irgendwie mal auskippen. Wir sind, genau, hier, Brauerei Donnerbräu. Den. Den. Wir haben ja noch die Quest, dass wir uns hier drüben melden sollen, weißt du? Ja, dann verkaufen wir mal das ganze Zeugs hier. Warte mal, können wir nicht irgendwas Schönes noch verkochen?
Nö, können wir nicht. Da können wir das raushauen. Das behalte ich. Das behalte ich auch alles. Das packe ich auf die Bank. Ich nicht mehr. Ja, das ist kein Wunder. Wir stänkern immer so gerne gegenseitig, weißt du? Es macht so einen Spaß mit Pamuro. Das ist herrlich. So wie sie schon sagt, das ist wortwörtlich Hassliebe zwischen uns. Captain Sanders, das brauchen wir nicht mehr. Das hatten wir. Acht Platz, das brauchen wir nicht. Das nicht, das nicht. Hopfen auch nicht mehr, das nicht mehr. Das ist richtig. Ja, das machen wir dann beim nächsten Lagerfeuer. Vergucken wir das auch. Jägerlehrer machen wir in Eisenschmiede drin. Und wir machen jetzt einen Quantensprung zum Mannkaufen. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier in Dunmorok immer noch. Genau, direkt hier beim Reitlehrer. Zumindest gleich beim Reitlehrer. Ich habe es vorne nochmal hier von dieser T-Kreuzung gezeigt. Die kennen wir ja. Hier haben wir den Schneehasi her. Das kennt er ja auch. Hier haben wir den Widderzüchter. Da können wir dann uns einen Widder aussuchen. Von den dreien hier. Die hier schnellen, die kriegen wir später. Ne, von den vieren. Genau. Da steht auch noch einer drin. Ein schwarzer Widder. Doc, was wenden? Ich möchte reiten lernen. Unerfahrenes Reiten. Damit haben wir aufsatteln. Jawohl. Da steht er jetzt da mit dem Kopf. Du willst mich nicht. Okay. Merke ich mir. Und wir holen uns schon mal den grauen, den braunen und den weißen. Jawohl. Und damit haben wir die ersten Mounts. Den grauen, den braunen und, mach los, den da. C drücken, Begleiter, da hast du hier den normalen Begleiter, den ich immer dabei habe. Haustiere und die Reittiere. Dreh den mal, oh, der ist störrisch, jawohl, das passt zu mir. Der ist auch so störrisch und braun. Und der ist komplett weiß, was? Der ist braun, der ist grau und der ist weiß. Ja, dann nehmen wir ein bisschen Farbe ins Spiel. Jawohl. Jo, das fetzt schon. Dann kann ich auch farmen gehen. Wir haben hier ziemlich viel Zinnerz. Aber dafür müsste ich in eine andere Richtung. Das will ich aber noch nicht. Wir machen nämlich weiter. In Eisenschmiede und zwar Quantensprung. So, wir sind hier schön in Eisenschmiede. Wieder hier vor unserem schönen Sauna, Solarium, genau. Vor den heißen Kohlen. Können wir die gleich als Ofen benutzen? Geht das? Muschelsuppe? Quatsch! Geht! Fein! Lava-Muschelsuppe, yippie, funktioniert! Wir wollten ja hier noch abgeben und dann gehen wir gleich wieder da zurück. Da ist nämlich unser Jägerlehrer. Was soll ich denn hier? Das hat man ja vorhin gekriegt, ne? Tüftler Oberfunks, Quest beenden. Bringt Techbots Speicherkern. Das ist aber Knobregane. Das kommt mir jetzt noch gar nicht in die Tüte. Sprecht mit Juni in Stormwind. Jawohl, das machen wir mal später, wenn es wieder dazwischen kommt. Sprecht in Karanos in Dunmorok. Ja, dann. Wir springen mal schnell zum Jägerlehrer. Und dann hier ist noch alles. Jawohl, alles richtig. Aber das sind alles auch Gnomeregan-Quests. Machen wir später. Aber so haben wir wenigstens mal die ganzen Vorquests weg. Ich habe das Inventar ein bisschen umgeräumt. Das schmeißen wir weg, das wollte ich zeigen. Die brauchen wir nicht mehr. Die können wir anlegen. Die hat man ja gekriegt. Da hat Fabi gepasst. Die können wir verkaufen, weil sie hingebunden. So, Tierausbilder. Kann ich bei dir was lernen? Nein, kann ich nicht. Ich kann mein Tier resetten. Jawohl, früher konnte man da richtig schön noch was lernen. Jägerlehrer. Jawohl, Glas und so. Beidhändigkeit. Aspekt des Geparden, das ist mal richtig nice. Aspekt des Falken.
Hat er den übertüncht? Das Falken. Rang 2 haben wir gelernt. Mussten mal ausmachen, mal wieder einmachen. Dann dürfte hier oben auch der Zweier da sein. Aspekt der Viper. Mana regenerieren. Ja, das wird herrlich. Ach. Ich hätte vielleicht viel, viel früher mal zum Ausbilder gehen sollen. Beidhändigkeit ist passiv. Und was ist denn das? Tier wiederbeleben brauchen wir hoffentlich ganz selten. Was habe ich hier angreifen? Denn ich möchte mir die wichtigsten Aspekte so legen, zusammenlegen, dass ich sie wirklich besser erreichen kann. Tier füttern, dann sollte ich das auch nebeneinander haben, dass ich nur klack, klack. Tier heilen habe ich da drüben. Das sind Spaß-Items, die kommen erstmal zur Seite. Tier heilen. Das ist für mich meine Heilung. Das ist die große Heilung. Die können eigentlich auch raus. Nicht nur eigentlich, die können raus. Das brauchen wir für später. Das Thema auf. Das gehe ich verhütten. Und Huhn braucht man nicht mehr. Jubeln braucht man nicht mehr. Wir brauchen es reinpfeifen. Wir brauchen füttern. Wir brauchen das in füttern. Und da haben wir hier unten nämlich schon mal ein bisschen wieder mehr Platz. Das brauchen wir seltenst. Aber ein Aspekt der Viper. Falls wir Mana brauchen, können wir gleich mal rausnehmen. Genau. Wildtier ängstigen haben wir hier. Unsere Steinform haben wir hier. Und Aspekt des Geparden habe ich auch noch nicht rausgelegt. Den brauchen wir vielleicht noch öfter. Dann können wir nämlich anschalten und sind 30% schneller in unserem Bewegungstempo. Dürfen uns aber nicht getroffen werden. Also dürfen uns nicht treffen lassen. Dann sind wir 4 Sekunden lang immer benommen. Tierheilen Rang 2. Heißt er? Heißt er. Mehrfachschuss Multishot. Jawohl. Raus. Weit weg. Weit weg. Der Multi. Fahrt mit euch. Wo ist er? Hier ist er. Multi raus. Ganz wichtig. Auf mehrere Ziele. Auf 3 sogar. Jawohl. So, was kriegen wir bei dir noch? Schlangenbiss 3. Heißt er? Jawohl. Arkaner Schuss 3. Heißt er? Jawohl. Feuerbrandfalle. Mungubiss. Das ist für Nahkampf. Ja, aber Nahkampf. Was war denn das? Raptorstoß macht 11. Mungubiss macht 51. Raptorstoß 3 macht 16. Naja. Untot aufspüren, das machen wir oben drüber. Eiskältefalle. Oh ja. Bleib sauber. Oh ja, die Fallen müssen wir auch rausholen. Boah. Eiskältefalle auf jeden Fall, damit wir schön die Tiere zähmen können. Untote später. Na, was heißt später? Das können wir hier oben drüber umschalten. Jawohl, da siehst du es. Mungubiss. Ja. Zurechtstutzen bräuchte ich eher. 19 Mana, 14 Mana, 51 Damage, Spontanzauber, Nahkampfreichweite, der ist da viel besser. Jo, 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 21. Ja, brauchen wir doch aber sowieso nicht. Lass mal erstmal draußen. Wir haben ja unsere Hauptfähigkeit per Schuss. Genau, damit haben wir alles. Jawohl. Dual, ich möchte. Nee. Dual später, genau. Mit 40. Stallmeister haben wir hier. Da haben wir unsere Pets drin. Ich gehe mal verhütten. Pack das Zeugs in die Bank und verkaufen. Und wir sehen uns dann in Karanos. Bis gleich. So, wir sind jetzt in Karanos wieder hier unten. Da siehst du mit der Stromlanzeslieferung. Ja, die müssen wir dann da abgeben, aber das kommt auch später, wenn wir da wieder weitermachen. Quest beenden. Der Tag leuchtet schon, genau. Leere radioaktive Ablagerungen in Knummregane. Nein, machen wir noch nicht. Das nehmen wir auch erst viel später ein.
Was ich jetzt machen möchte als nächstes Questgebiet, und da nehme ich euch natürlich mit, nicht lochmodern, wir gehen gleich in das, was sich am meisten lohnt. Und zwar machen wir einen Quantensprung hier rüber zu den Drenai auf die Blutmythos-Insel, und zwar hier unten hin, das kennen wir ja schon, ne? Bis gleich! Sudili, weiter geht's. Wir stehen hier vor den Kristallen. Ihr kennt das schon, Blutmythos-Insel, wie ich gesagt habe, hier unten am Eingang. Hier waren wir schon. Hier nehmen wir mal die Quest an. Da oben, das Kupfer habe ich schon abgebaut, wie ihr hier seht. Inventar habe ich ein bisschen aufgeräumt. Verkauft habe ich natürlich nicht, habe ich vergessen. Den machen wir hier mal. Jawohl, ich muss näher ran. Oh, verkaufen kann ich bei dir, ne? Jawohl, jawohl, jawohl. Natürlich. Und ja, nicht überteuert, ne? Wissen wir. Dann müssen wir hier runter. Sandbirnen. Die Sandbirnen liegen an den Bäumen. Hier zum Beispiel. Jawohl, da haben wir eine. Und hier kannst du gleich mal. Jibbim! 10er Mops, jawohl. Und ja, da holen wir uns noch mehr von denen. Muss ich da richtig drauf ballern? Nö, ne? Aber hier waren noch mehr Sandbirnen. Hä? Ja, kriegen wir dann noch bei den. Bei den Fulborgs. Morlocks wollte ich sagen. Stimmt da gar nicht, bei den Fulborgs. Hier oben ist eine. Ich könnte ja auch mal hier mal wieder einmachen, wa? Das mal sehen, was wir machen sollen. Das wäre eventuell einfacher. Ja, aber auch nicht unbedingt zwingend nötig. Ja, geh mal. Jetzt, geh mal. Mach mal. Machst du? Nö. Helf ich dir. So, hier haben wir. Da haben wir noch. Ich sehe dir, Sandbirne. Muss ultra lecker sein, schon vom Namen her. Sandbirne. Da können sie gleich, warte mal. Messen? Willst du nicht? Echt, das dauert. Jawohl, wir haben rauen Stein verkauft. Hat auch nur ein Gold gekostet. Yippie, juhu. Wie komme ich hier dran vorbei? Da? Jetzt? Jawohl! Halt, das war's schon. Boah. Der haut aber Dinger raus jetzt hier. Das geht ja gar nicht. Hey, komme ich gar nicht dazu. Oh, hat Hunger? Na komm, da kriegst du mal was zu essen. Brauchen wir bestimmt nicht, ne? Nö, da haben wir doch schon den schönen neuen. Genau, den packen wir mal zur Seite. Die dahin gegessen haben, durftest du jetzt fertig. Noch irgendwelche Sandbirnen? Nein. Bäm, bäm. Da war nichts drin, aber leuchtet. Ja. Bestimmt. Nur um mich zu ärgern. Ja. Das Stinktier hat mich abgelenkt. Das war klar, dass ich da reinrenne. Menu. Ich brauche den doch nicht mehr. Nö, hier sind keine mehr. Aber das machen wir dann auf der anderen Seite weiter. Wir könnten ja jetzt mal den Geparden ausprobieren. Und genau, geben hier wieder ab. Zweihändig? Nö, braucht man nicht. Haben wir schon Besseres gefunden. 3 Silber, 83. 4 Silber, 9. Gib her. Müssen wir schon verkaufen? Nein. Funktioniert das eigentlich auch? Nee, da sitze ich dann ab, ne? Jawohl. Und wenn ich aufsetze, ist er weg. Jawohl. Das stapelt sich nämlich nicht. Das wollte ich damit zeigen. Wir sollen, apropos, kann ich hier umschalten? Sehen wir denn? Nein, sehen wir die Quest nicht. Map. Nichts, nein! Niedrigstufig, jawohl. Die brauchen wir noch gar nicht klatschen. Das ist das für die Sandbirnen. Die liegen hier überall rum. Ich zeig's auch gern hier nochmal.
Oh, jetzt werde ich angeblinkt. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Denn wo haben wir denn hier mal eine schöne Aussicht? Hier ins Lager rein, wa? Muss ich nur aufpassen, dass der mich nicht anknuspert. Das sieht auch cool aus. Die kenne ich hier unten noch gar nicht. Krass. So, machen wir mal so rum. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu World of Warcraft von Blizzard Entertainment Patchline Model K auf dem Privatserver Rising Gods. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.